Hey du, schön, dass du da bist. Heute haben wir was vor. Heute ranken wir die besten Parfums der Welt. Nee, das ist kein Clickbait. Ich denke das tatsächlich. Also, meiner Meinung nach gibt es keine Serie von Düften, weder im Designer- noch im Nischenbereich, in der es so viele Superstars gibt. Also, die Lare La Matière-Serie von Guerlain ist eine der besten Serien auf der ganzen Welt und noch nie hatte ich so eine hohe Trefferquote an Düften, die mir gefallen. Und die Düfte von denen, die gefallen mir nicht nur so ein bisschen, sondern vier von denen gehören zu meinem Leben, ja. Also ich möchte nie wieder ohne diese Düfte sein. Es gibt im Ganzen 10 Düfte in dieser Serie, die im Moment vertrieben werden. Es gibt auch ein paar, die nicht mehr hergestellt werden. Die lasse ich heute weg. Aber wie es sich so trifft, ist es eine schöne Top-10-List und die werde ich heute für euch ranken. Falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Falls du schon öfter hier warst, welcome back, ja. Abonniere diesen Kanal, falls du es noch nicht bist. Ich weiß, dass ganz viele von euch ganz regelmäßig meine Videos schauen und noch nicht abonniert haben. Ja, ich sehe das in den Analytics. Und an die insbesondere meine Einladung heute. Abonniert, so merke ich, dass euch gefällt, was ich mache. Und ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben. Klick auch das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich wieder ein Video hochlade. Ich werde nicht so in die Tiefe gehen heute, weil 10 Düfte ist eine Menge und ich will mich ein bisschen auf die konzentrieren, die mir super gut gefallen. Deswegen versuche ich hier durch Platz 10 bis 6 so ein bisschen durchzubrausen. Schauen wir mal, ob es gelingt. Wahrscheinlich nicht. Platz Nummer 10, Cruelle Gardenia. Das ist einer, den finde ich nicht so gut. Deswegen ist er auch auf Platz 10. Es ist der Inbegriff eines White Florals mit der Gardenie im Zentrum. Und ich muss sagen, um es kurz zu machen, ich denke, die englische Queen riecht wahrscheinlich so. Also das ist ein sehr reifes White Floral, schon sehr trocken, ein bisschen verstaubt auch meiner Meinung nach und ist jetzt nichts, was ich tragen würde. Ist pudrig, kühl, seifig, ein bisschen rose, merkt man auch. Und es ist ja eher altmodisch. Also junge Menschen würden sagen, das ist ein Oma-Duft. Geht schon los, gell? Sage ich euch, wie toll diese Düfte sind und den ersten verreiße ich komplett. Aber ich muss wirklich sagen, Cruelle Gardenia, mit dem kann ich nichts anfangen. Der ist zwar cremig gepflegt und auch elegant, aber ich finde den einfach zu alt. Also vielleicht schaue ich mir den in 10, 20 Jahren nochmal an. Platz Nummer 9, Ombre de Lin. Der ist durchaus schön, also den kann man tragen. Ab jetzt werden die Düfte nur noch besser. Und zwar, das ist auch ein floraler Duft. Lang im Zentrum. Der ist recht urlaubig, also Sonne, Meer, Strand. Der hat auch ein paar salzige Noten drin, ohne jetzt zu tropisch zu werden. Also wir haben da keine Kokosnuss oder so. Im Gegenteil, der hat eine Gewürznelke drin, die das Ganze sehr konterkariert, die dem Ganzen Sonne, Meer, Strand doch ein gewisses warmes Gegengewicht auch gibt. Ich finde den gar nicht mal so sehr für den Hochsommer, sondern eher so für den warmen Frühling oder den warmen Herbst. Und den kann ich mir gut vorstellen, dass das der Signature von einer distinguierten Dame ist. Ja, also ich finde auch, dass der Duft ein bisschen reifer ist, ohne jetzt Oma zu sein, so wie die Cruelle Gardenia. Wenn ich jetzt so einen Duft suchen würde, dann würde ich persönlich zu Ylang Ingold greifen eher. Der ist noch ein bisschen jünger, unbeschwerter, leichter. Ich denke auch, dass der Ombre de Lin eher für Frauen 40 aufwärts interessant ist. Vielleicht sogar eher 50 aufwärts. Also einfach eine reife, gepflegte Frau mit Lebenserfahrung. Und wenn man mit der 2 Stunden im Zugabteil eingesperrt wäre, dann glaube ich, hätte man eine sehr interessante Zeit und würde tolle Geschichten hören. Platz 8, Joyeuse Tuberose. Jetzt sind wir bei den Düften, die ich absolut tragen würde und auch wirklich oft trage. Joyeuse Tuberose heißt die fröhliche Tuberose. Also es ist ein cremiges, sanftes White Floral mit ganz interessanten grünen Noten im Auftakt, die das ein bisschen, ja, out of the box machen. Und ich finde, man riecht gar nicht so sehr die Tuberose, sondern eher Jasmin und Lilie, die da auch mit drin sind im Duft. Also an alle Tuberosenhasser, den Duft könnt ihr probieren, den könnt ihr tragen. Ich glaube nicht, dass euch der zuwider sein wird. Ist so ein bisschen das Gegenteil von Cruelle Gardenia. Cruelle Gardenia ist alt und staubig und, oh, ist jetzt böse jetzt, gell? Ist älter, ist sehr reif, ja. Und wirklich was für ältere Damen, finde ich. Und der Joyeuse Tuberose, ist ein junger Duft. Der hat Spaß, steht auch im Namen. Und ich finde, das ist absolut getroffen. Ja, der ist junger, saftig. Also der ist saftig, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Leicht frisch, eben ein bisschen grün im Auftakt und auch gut für wärmere Temperaturen geeignet. Ich finde, der hat so ein bisschen Substanz auch, so ein bisschen eine Wärme hat er auch. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, aber den sehe ich eigentlich
All year round. Also ich denke, den könnte man immer tragen. Ja, also auch weil der so gar nicht pudrig ist, sondern so saftig und frisch und einfach jung und hat Spaß und ich würde den tragen. Oder ich trage den. Joyeuse Tuberose. Die fröhliche Tuberose. Platz 7. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die erste Watschen hier in den Kommentaren, weil ich glaube, viele würden diesen Duft sehr viel höher ranken als ich. Und viele sehen ihn auch als wirklich eins der großen Meisterwerke dieser Linie. Und ich muss sagen, ich sehe, dass es schon ein Kunstwerk ist, aber es ist persönlich nicht so mein Geschmack. Ich spreche über Rose Barbare. Und das war einer der ersten Düfte, als ich angefangen habe, mich für Düfte zu interessieren, die ich gerochen habe. Das war mal eine Duftbeigabe von jemandem, der mir eine Parfumo-Zusendung geschickt hat. Und ich erinnere mich noch damals, dass ich nicht viel mit dem anfangen konnte. Jetzt mittlerweile weiß ich ihn zu schätzen. Es ist diese ganz interessante Rose. Also das muss man schon sagen. So eine Rose, die habt ihr vermutlich noch nicht gerochen, es sei denn, ihr habt den Santal Royal gerochen. Ich finde, der ist ein bisschen ähnlich. Es ist eine kühle, spritzige Rose. Spritzig ist das richtige Wort. Es ist auf alle Fälle eine kühle Rose. Und ich finde ihn immer noch ein bisschen schwer zu greifen. Also der ist satt, tief. Und obwohl die Rose relativ kühl ist, hat er trotzdem so einen orientalischen Unterton. Mit orientalisch verbindet man immer warm, aber hier, der ist sinnlich, der ist tief, ja. Tief, aber trotzdem kühl. Ich habe wieder super Beschreibungen heute. Es ist ein Duft des Überflusses, ja. Ich glaube, so kann man es sagen. Also er hat ganz viel Substanz. Er ist ganz, oh, ganz dicht. Im Drydown wird er dann ein bisschen wärmer durch den Honig und das Patchouli. Also da wird er dann so ein bisschen geerdeter und nicht mehr so aldehydig wie am Anfang. Und ich würde sagen, egal ob ihr Rosenliebhaber seid oder nicht, probiert den trotzdem mal, weil es eben so eine, gar nicht so dieser typische Rosenduft ist, sondern eine ganz interessant gemachte Rose. Also auf alle Fälle ein Erlebnis. Edel, sophisticated und sinnlich, würde ich den beschreiben. Ja, das ist Rose Barbare. Platz Nummer 6. Neroli Outre Noir. Der hat mich sehr überrascht. Das war so ein richtiger Curveball, muss ich sagen. Als ich den zum ersten Mal gerochen habe, da kannte ich hauptsächlich die vanillelastigen Düfte aus der Serie und war komplett überrascht, dass es da doch eine Art Sommerduft gibt. Also was Frisches, ja. Also dieser Neroli zusammen mit so einem geräucherten Tee ist ein total spannender Duft. Und am Anfang war ich wirklich so, whoops, habe ich mich hier in der Serie verirrt? Und je öfter ich ihn rieche, muss ich sagen, desto mehr weiß ich ihn zu schätzen und desto mehr klettert er auch nach oben auf meiner Liste. Also ich hätte ihn auch fast auf Platz 5 getan heute. Und ich muss sagen, der hat einen ganz einzigartigen Take zum Neroli. Also wir haben sozusagen ein Dreierlei von der Orange. Ja? Wir haben Petit Grain, wir haben Orangenblüte und wir haben Neroli. Und Orangenblüte und Neroli kommen beide aus der Orangenblüte sozusagen, aber haben, glaube ich, verschiedene Verarbeitungsverfahren. Und Petit Grain wird aus den Zweigen und dem ganzen Grünzeug gemacht, das dann noch beim Orangenbaum dabei ist. Falls ich es nicht perfekt erklärt habe, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, ja. Aber das ist mein Stand des Wissens. Und der ist sehr zitrisch, ja. Aber der geräucherte Tee macht ihn irgendwie dann doch wieder. Ja, ich weiß gar nicht. Frisch, warm, irgendwie auch warm. Wir haben Ambrettsamen, Moos und Myrrhe in der Basis. Und ich finde, es ist einfach eine unglaublich einzigartige Kombination, die ihr so sicher noch nicht gerochen habt. Also ich finde, nichts riecht wie Neroli Outre Noir. Und ich verliebe mich immer mehr in diesen Duft. Das ist auch einer, der fast schon jetzt auf meiner Wunschliste steht. Ich muss ihn noch ein paar Mal tragen, aber ich finde den super und ihr müsst dem Zeit geben. Vielen Düften aus dieser Serie müsst ihr Zeit geben, ja? Lasst die sich entwickeln. Ja, irgendwann ist er dann süchtig machend. Ich warne euch. Neroli Outre Noir. Also sagt mir doch in den Kommentaren mal, was ihr von Neroli Outre Noir haltet. Das würde mich sehr interessieren, weil ich glaube, also ich bin sehr gespannt, was ich da zu lesen bekomme. Platz Nummer 5. Bois d'Arménie. Der ist wirklich interessant. Also ich finde, das ist mit einer der maskulinsten aus der Reihe. Zusammen mit Rose Barbare, den finde ich auch verhältnismäßig maskulin. Und der ist ein holziger Duft, ja, aber oh, der ist wahnsinnig tief. Also das ist so ein rauchiges, würziges Holz, ein bisschen busy, mit einer feinen Iris und auch so ein bisschen warmen Untertönen. Also der kommt sehr tief. Ich finde den aber trotzdem das ganze Jahr übertragbar. Der ist auch kein Biest, ja, ist keiner dieser Düfte, aber hat trotzdem eine Präsenz und auch so eine Verführung in sich. Also ich bin total,
Das ist einer, den ich auch schwer festhalten kann, den ich mir schwer in die Erinnerung rufen kann. Den muss ich immer wieder riechen. Und immer wieder denke ich, der riecht echt gut. Ja, also das ist so ein bisschen holzig, ambriert, mysteriös, aber trotzdem tragbar. Das ist das Schöne. Die sind alle sehr tragbar, die Düfte aus dieser Reihe. Ich habe ihn in meinem 10 Düfte für 10 Traummänner Video dem Zeitreisenden zugeordnet. Da beschreibe ich ihn noch ein bisschen mehr im Detail. Schaut mal da rein, wenn es euch interessiert. Ja, Bois d'Armenie, Platz 5. Platz Nummer 4. Der neueste in meiner Sammlung. Es ist Spiritueuse Double Vanille. Der ist so gut. Der ist so gut. Also, der ist, ich sag's mal wieder, die schönste Busi-Vanille, die es gibt, ja, ist wirklich einfach so toll. Also beginnt sehr alkoholisch mit dem Rum, aber sofort kommt eine wunderschöne Vanille. Und das Tolle an dem ist die Entwicklung. Der ist am Anfang schon super, aber der entwickelt sich dann noch zu einem richtigen Zauberwerk. Also der hat dann einen Zauber im Drydown, der wird so warm, kuschelig, verführerisch, perfekt für Dates ist der. Und da möchte man wirklich am liebsten, möchte man die Person sofort umarmen und schnappen. Ich finde, dass der sich besonders für die kälteren Tage eignet. Und der hat schon noch ein paar so dezente florale Aspekte im Hintergrund, aber den Hauptcharakter machen wirklich Benzoe, Rum, Vanille. Und ich finde einfach, der gehört in jede Sammlung. Der ist so unisex. Unisexier geht's nicht. Also den können Männer und Frauen tragen und er ist einfach nur himmlisch ist der, muss man echt sagen. Also ich möchte den nicht mehr missen. Ich bin schon durch diverse Abfüllungen von dem gerauscht und habe jetzt endlich die große Flasche und ich freue mich wahnsinnig. Also Spiritus Double Vanille. Platz 3, Platz 3. Der ist Weltklasse, der ist so wunderschön. Das ist wirklich, ich sage oft, das ist ein Meisterwerk, aber das ist wirklich ein Meisterwerk. Sind die alle. Aber das ist einer der noch besseren Meisterwerke. Ich spreche über Tonka Imperial. Ja, also ich muss sagen, das ist einer der besten Gourmands, die ich kenne und mit Abstand der schönste Tonka-Bohnenduft. Wirklich mit Abstand. Wir haben Tonka, wir haben Mandel, er ist süß, so ein bisschen marzipanartig. Er ist ganz, ja, fast schon weihnachtlich. Ich finde, das ist der weihnachtlichste von allen, weil er einfach so total Wasser im Mund zusammenlaufend ist, ja. Und der ist auch von seiner Performance her sehr angenehm. Also der hat eine anständige Haltbarkeit, aber die Sillage ist relativ privat. Also es ist jetzt nicht wie Pfeffe Delicieux, mit dem man Leute ausnocken kann, sondern der ist einfach, der ist so ein bisschen still und macht sein Ding und ich finde es wunderschön. Und wahrscheinlich wird jetzt jemand lachen hier, der die Liste sieht. Ich habe nämlich vor einer Woche noch mit einem Freund zusammen die Top 5 dieser Liste gerankt und da war der Tonka Imperial noch mal Platz 5. Und ich habe den jetzt letzte Woche wieder getragen, obwohl es so heiß war. Ja, abends halt. Und jetzt ist der hochgerutscht. Also ich habe mich wieder so verliebt in den. Der ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Ich meine auch, dass das der beliebteste aus der ganzen Serie ist, so wenn man nach der populären Meinung geht. Bei mir ist er auf Platz 3, weil ich finde, Platz 2 und 1 sind einfach, also nicht von dieser Welt. Ja, aber Tonka Imperial ist was. Wenn man sich für Düfte interessiert, dann muss man den probieren. Ich verordne euch hiermit, wer ihn noch nicht kennt, müsst ihr ihn probieren. So, und wenn ihr euch jetzt diese Top 10 vorstellt, dann müsst ihr euch so vorstellen, wir hatten jetzt Platz 10 bis 3 und dann kommt lange nichts, lange nichts. Die zwei Düfte, die jetzt kommen, also angefangen mit dem Platz 2, den ich euch gerade vorstelle, ist einfach, der ist himmlisch. Ich glaube, im Himmel riecht es so. Oder an was auch immer ihr glaubt, aber in eurem Paradies, ja, da riecht's im Sommer riecht's nach Ylang 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 Gold und im Winter riecht's nach Kürbeluga. Ja. Der Kürbeluga ist wirklich, das ist eine Verheißung, ja. Also, als ich den gerochen habe, Halleluja, es ist einfach einer der besten Düfte auf der ganzen Welt und mit Sicherheit in meinem Schrank. Der Duft ist einfach so ein Versprechen, ein Traum, ja. Der lässt einen wirklich träumen. Es ist eine Vanille, eine Wildledervanille. Und wenn man das so hört, denkt man sich, oh ja, okay, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Aber diese Verbindung, die diese Noten eingehen, ja, also das sind wirklich interessante Noten auch. Das riecht man nicht alltäglich. Wir haben Mandarine, wir haben Aldehyde, wir haben Patchouli, Strohblume, Heliotrop, Amber, Vanille und eben das besagte Wildleder. Und ich muss wirklich sagen,
den darf mir niemand wegnehmen. Also das ist auch so einer, da ist irgendwann ein Bunkerflakon fällig, wenn die nicht so wahnsinnig teuer wären. Aber der ist einfach so gut. Also der, oh, ich würde den aufessen, wenn ich könnte. Ja, das ist einfach so ein Wohlfühlduft für mich. Also ich trage den auch super gern zum Schlafen gehen, obwohl er dafür eigentlich viel zu schade ist. Aber einfach, weil der so kuschelig ist. Der riecht so entrückt irgendwie. Ich finde, der riecht einfach nicht von dieser Welt. Das Tolle an dem ist auch, viele dieser Düfte aus der Serie, die haben einen starken Verlauf. Der hier nicht. Der bleibt eigentlich von Anfang bis Ende relativ gleich. Und das ist wunderbar. Also weil der auch gleich im Auftakt schon so toll ist, bin ich auch ganz froh, dass der sich nicht verändert. Der ist immer präsent, der hat eine ganz gute Performance, also auch die Sillage ist ganz anständig, aber wird nie nervig. Der hüllt den Träger einfach in so einen Duftschleier, also das ist einfach verzaubernd. Auf Englisch würde man sagen intoxicating. Finde ich, passt total gut auf diesen Duft. Ja, jetzt höre ich auf, über den zu reden. Wir müssen ja noch über unseren Platz 1 sprechen. Cure Billiger, Platz Nummer 2. Und wer irgendwann schon mal jemals ein einziges Video von mir angeschaut hat, da stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr jetzt wisst, was kommt. Klar, bleibt ja nur noch einer übrig und das ist Angélique Noir. Angélique Noir ist Platz Nummer 1 und wird es immer bleiben für mich. Also das ist der der einzigartigste aus der Serie. Die sind alle toll, keiner von denen riecht irgendwie generisch. Aber der hier ist einfach, ist der Duft meines Lebens. Ich sag's immer wieder, von dem habe ich jetzt sogar einen Bunkerflakon. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, das ist echt teuer. Aber bevor ich mir 5 andere Düfte kaufe, kaufe ich mir lieber noch einen Bunkerflakon von dem. Und ich habe euch den schon 1000-mal beschrieben. Ich habe mich gestern hingesetzt und habe versucht, nochmal mit einem neuen Take irgendwie rauszukommen. Irgendwas, was ihr noch nicht gehört habt aus meinem Mund. Und es war so schwierig. Und am Ende habe ich dann irgendwas geschrieben von wegen Angélique Noir ist wie die Liebe. Die ist auch nicht schwarz und weiß und auch nicht nur immer schön, sondern auch manchmal traurig und so total so ein total peinliches, sentimentales Geschwafel. Das habe ich dann ganz schnell wieder sein lassen. Angélique Noir ist aber einfach so. Ja, also es ist schon, man kann ihn schon irgendwie mit der Liebe vergleichen, ja, weil er ist so tief und er hat so viele Facetten. Er startet ein bisschen grün mit Angelika-Samen, Birne und rosa Pfeffer in der Kopfnote, hat dann im Herzen Jasmin und Kümmel und in der Basis haben wir wieder die Angelika-Wurzel, eine unglaublich tolle Vanille und Zedernholz. Und wie gesagt, der startet so ein bisschen krautig und grün und man ist am Anfang denkt man sich, hallo, was bist du? Und dann entwickelt er sich. Und also ihr müsst sozusagen über die ersten paar Minuten mit dem, müsst ihr drüber kommen, da ist er sehr grün und das mag nicht jedermann. Aber dann entwickelt er sich zu etwas, was, glaube ich, jedermann mag. Und der ist derjenige mit der besten Performance aus der ganzen Reihe. Also der hat die beste Haltbarkeit und auch die beste Projektion. Das ist der, für den ich die tollsten Komplimente bekommen habe. Also wirklich interessante Komplimente. Nicht, du riechst gut, sondern hier hast du einen Zettel und Stift, schreib mir auf, was du da hast. Und das ist ein Duft, den ich auch trage an Tagen, wo es mir richtig schlecht geht. Also wenn ich mal so ein richtiges Tief habe, ja, weil ich vielleicht 4 Nächte nicht geschlafen habe oder irgendwie gerade mit meinem Leben hadere, aus was weiß ich welchen Gründen. An diesen Tagen trage ich Angélique Noir und der tröstet mich. Der ist so umschließend, so wärmegebend, einfach so schön. Es ist so ein, es ist der Duft der Liebe. So, jetzt sage ich es einfach. Egal wie cheesy das ist, ist mir egal. Angélique Noir für mich ist einfach der Duft der Liebe. Also was soll ich sagen? Angélique Noir kann man sich nicht vorstellen, wenn man ihn noch nicht kennt. Den müsst ihr wirklich probieren. Und ja, also wenn ihr wissen wollt, wie mein Leben riecht, dann probiert den Angélique Noir. Das ist auch, glaube ich, was mir an dem Duft so gut gefällt. Der ist so nahbar und einladend. Das ist ein Duft, der die Leute anzieht. Ja, ich höre es auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war meine Top 10 L'Art et la Matière von Guerlain. Wenn ihr wissen wollt, wo es die gibt, ihr könnt sie entweder online bestellen auf der Guerlain-Seite oder ihr geht zu spezialisierten Parfümerien oder zu ganz großen Douglasen. Die haben auch manchmal eine Guerlain-Verkaufsstelle in den größeren Städten. Schreibt mir in die Kommentare, welche Düfte aus der Serie ihr habt oder welche ihr euch wünscht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.